kann Missbrauch verjähren? Wie kann man eigentlich ganz praktisch aus seiner Misere, aus seinem Schicksal, vielleicht sogar aus seiner psychischen Erkrankung eine Mission kreieren? Diesen und einigen anderen Fragen gehe ich mit meinem heutigen Gast Markus Diekmann auf den Grund. Markus ist selbst betroffen und ist ein Aktivist und darüber hinaus ein Mensch, der unglaublich berührt mit dem, was er tut und mit dem, was er ist. Markus, möchtest du vielleicht dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Ich bin 54 Jahre alt. Ich bin Betroffener von sexuellem Missbrauch in der Kindheit. Ich habe 3 Täter gehabt, über 10 Jahre lang, vom 5. bis 15. Lebensjahr. Und ja, ich bin seit gut 4 Jahren jetzt als Aktivist unterwegs für das Thema sexuellen Kindesmissbrauch bzw. dagegen. Und zwar sammle ich Unterschriften zur Abschaffung der Verjährungsfrist bei sexueller Gewalt an Kindern. Habe dazu auch Unterschriften in der letzten Woche an der Justizministerin Lambrecht abgeben können, an der Bundesjustizministerin. Es reicht aber noch nicht, weil die Gesellschaft muss sich ja auch ändern, nicht nur die Politik. Ich habe Städte, da habe ich an einem Tag 1000 Unterschriften. Ich habe aber auch zum Beispiel Potsdam im März habe ich am kleinen Brandenburger Tor gestanden zu Dreharbeiten mit der Filmuniversität Babelsberg. Und wir haben dann halt den Stand aufgebaut oder ich habe das gemacht, habe Unterschriften gesammelt, die haben das für mich begleitet. Und das war der Tag vor dem Weltfrauentag, ein Samstag. Und dann hörte man aus der Ferne Mikrofone, Lautsprecher etc. und ich schätze mal, so 300 bis 400 Feministinnen kamen zum kleinen Brandenburger Tor, machten dort ihre Kundgebung. Und ich hatte somit 300 bis 400 Frauen um mich rumstehen. Und ihr könntet nicht glauben, ich habe 3 Unterschriften kassiert. Die haben mitten rund um mein Wohnmobil gestanden. Ich bin Mann. ist wirklich eine Katastrophe. Auf Stadtfesten habe ich gestanden. Das Schlimmste war, dass zum Beispiel junge Eltern mit Kindern mit Scheuklappen schnell an mir vorbei, nur nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist was, das müssen wir noch abstellen. Ne? Das Thema muss jeden Tag präsent sein, für jeden von uns. Ne? Wir müssen die Augen aufhalten, wir müssen Prävention betreiben, Kindergärten, Schulen etc. Weil ich glaube, wir können das nur in den Griff kriegen, indem wir die jetzige Generation, die ranwächst, entsprechend vorbereiten, damit das dann bei denen im Alter nicht mehr so eine schwere Hürde ist und man ganz offen und ganz normal mit dem Thema umgeht. Was hat dich dazu bewogen, die Koffer zu packen, ein Wohnmobil klarzumachen und durch Deutschland zu touren als Aktivist und Unterschriften zu sammeln? Das ist, wie viele Tage bist du schon unterwegs? Du hattest es mir in einem Vortrag mal gesagt. Ja, das sind jetzt irgendwie 1386 Tage oder 87 Tage. Genau. Lebst du im Wohnmobil, fährst durch Deutschland und sammelst Unterschriften? Genau. Ich habe mein Hab und Gut an meine Geschwister verteilt. Jeder konnte sich was aussuchen und mitnehmen. Wohnung leer gemacht, meine persönlichen Sachen ins Wohnmobil und dann bin ich aufgebrochen. Was hat dich dazu damals bewogen zu diesem Schritt? Das ist ja doch ein großer Schritt. Zuerst war es wirklich die Überlebensstrategie. Ich habe halt als Traumafolgestörung, dass ich es nicht lange irgendwo aushalte. Gerade Räumlichkeiten sind schwierig für mich. Und auch so der Fluchttrieb, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden, Bekannten zusammen bin, das halte ich eine gewisse Anzahl an Stunden aus und dann werde ich wieder nervös, kriege ein Unwohlsein und muss irgendwie einfach wieder weg. Mit meinem Hund allein. Irgendwo in der Natur, wir gehen also auch nicht auf Campingplätze. Wir stehen immer frei, wild, wir sind autark soweit. Hin und wieder muss ich mal den Laptop laden, dann muss ich mal an eine Steckdose, aber ansonsten sind wir immer frei unterwegs. Und wie ist die Idee entstanden zu dieser Petition? Ich bin ja selbst an der damaligen Verjährungsfrist, da war es 10 Jahre gescheitert. Und ich habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt, wie sind die Verjährungsfristen
habe mir die Kriminalstatistik der Polizei genommen von 2001 bis 2015, habe den Schnitt ermittelt, das waren, ich glaube, 43, noch was, angezeigte Fälle jeden Tag. 41 hat mir besser gefallen, deswegen Tour 41. In meinem Fall, genau, also die, in meinem Fall wäre ich auch heute an der jetzigen aktuellen Verjährungsfrist, wäre ich genauso gescheitert. Und das kann ja nicht sein. Das heißt, aktuell ist, wir haben eine Ruhefrist bis zum 30. Lebensjahr. Und ab dann haben wir einen Zeitraum von etwa 20 Jahren, wo wir anzeigen können. Und das ist effektiv zu wenig. Ich habe in Wolfsburg mit einer anderen Aktivistin Unterschriften gesammelt. Die erste Betroffene, die zu mir kam, war 84 Jahre alt und sagte, ich habe über 70 Jahre noch nie darüber gesprochen. Und das hält man kaum aus. Wenn so eine ältere Dame dann da auch mit Tränen steht, ne? Das darf einfach alles nicht sein. Du, nochmal aus deiner Sicht, ich kenne das ja auch aus der Arbeit, dass ich meine, ich habe meine Täter angezeigt mit um die 40 herum, kommen dann immer so schlaue Bemerkungen von auch YouTube-Followern und anderen Menschen, wie blöd bist du eigentlich, dass du es so spät gemacht hast. Was ist deine Erfahrung? Warum brauchen wir Betroffene zum Teil so lange, bis wir den Schritt tun können, so eine Anzeige? Ich finde, das ist unglaublich wichtig. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Nein, das ist richtig. Und zwar jedes Kind unternimmt circa 7 Anläufe, sich einem Erwachsenen anzuvertrauen. Gibt unterschiedliche Zeichen ab. Mein Zeichen war, ich habe dann mit etwas über 6 Jahren wieder angefangen, in die Hosen zu machen. Und das hat mein Vater dazu genutzt, um häusliche Gewalt noch auszuüben. Ne? Und auf meiner Reise durch Deutschland, ich glaube, ich habe zwischen 5.000 und 7.000 Betroffene kennengelernt, wenn nicht noch mehr. Ich kann es wirklich nicht in Zahlen fassen, aber unglaublich viele. Und wenn man Unterschriften sammelt, dann kommt ganz schnell das Handzeichen, ja, ich auch. Ne? Und dann kommt man schon ins Gespräch. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dich das Video berührt hat, dann teile es gerne mit Menschen, von denen du glaubst, dass diese Information wichtig sein könnte. Berühre du sie, indem du diese Message teilst. Und wenn du auf den sozialen Medien unterwegs bist, Facebook, Instagram, dann halte Ausschau nach Markus Diekmann, lass unbedingt ein Like da, teile die Beiträge, denn damit unterstützt du nicht nur seine wertvolle Arbeit, sondern generell dieses Thema in der Welt. Und sofern du es noch nicht getan hast, möchte ich dich ganz herzlich bitten, die Petition zu unterschreiben. Das Ganze dauert 3 bis 5 Minuten und es ist deine Zeit und dein Einsatz, dass sich etwas in diesem Thema, in dieser Welt verändert. Und überleg einmal, was passiert, wenn du es nicht tust. Und du hast hier die Möglichkeit zu demonstrieren, wer du für dich sein willst.